Hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil 3. Ja, mein Name ist Miss Yaha und wir sind hier leider noch im Ladebildschirm und es lädt jetzt langsam. Yay, Applaus. Mein Timer stelle ich dann gleich, sobald ich im Spiel bin, und da bin ich auch schon wieder. Und wir können loslegen. Einmal würde ich gerne in meine Inventarliste gucken. Okay. Ich hoffe, mir passiert das nicht gleich dasselbe wie in Resident Evil 2, dem Replay. Weil das war ja schon wirklich etwas, wo ich gesagt habe, ja. Wo ich selber gesagt habe, okay, das ist etwas, wo ich selber sage, das hätte gar nicht sein müssen, weil das Problem ja einfach nur deswegen war, ja. Ja, ich kam halt sehr weit, aber die Aufnahme. Das Problem war die schöne Aufnahme, von wegen, noch ja, wir nehmen mal heute nicht auf, ich bin mal heute rum und ja, im Moment habe ich wirklich technische Schwierigkeiten, das liegt aber nicht an meinem PC oder sonst irgendwo, sondern einfach nur, weil ich... Was heißt, weil ich, weil es halt so ist, dass ich halt Schwierigkeiten hatte. Also, wie gesagt, ich weiß auch nicht. Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Ja, ich suche lieber mal alles gründlich ab. Ich will hier nichts vergessen und ich habe auch wirklich nicht die Lust, irgendwie, Moment, ich habe doch irgendwo hingeguckt. Muss ich mal gucken, ich muss mal wirklich hier ein bisschen aufpassen, ob ich hier irgendwas finde. Ne, das ist nicht. Und ja, bis jetzt, ich hoffe, dass es auch so ist. Bis jetzt ist es halt so, dass alles, also auch die Aufnahme läuft. Zum Glück. Mein Glück nämlich. Ja, und ich traue dieser Idylle nicht. Aber kann man sich's verdenken? Also jetzt mal ernsthaft. Kann man sich das hier irgendwie verdenken, dass man da wirklich kein Vertrauen, die von nicht vertraut, dass es hier so ruhig ist, dass nichts kommt. Ja, ihr seht schon, dass ich hier wieder ein bisschen absuche, weil ich möchte auch nichts, ja, ich will keine Figur halt verpassen. Von daher suche ich hier. Ja, beziehungsweise ich guck hier nach. Aber irgendwie. So, ja, ich weiß. Wir löschen jetzt mal das Feuer. Und ich muss sagen, Leute, ich hab richtig Panik. Wisst ihr das? Ich hab echt Panik.
Ich habe die Demo zwar gespielt, aber nicht lange. Und ich habe auch wirklich, naja, sagen wir mal so, ich habe wirklich keine Lust mehr gehabt, weil ich wirklich solche Herzlast, sagen wir mal so, ich hatte sehr viel Schiss gehabt. Ganz ehrlich, ich hatte wirklich Schiss. Und ich habe mir dann gedacht, okay, wisst ihr was? Wenn, genau, ihr sagt es, wenn, oder ich sage es, wenn, dann warte ich lieber, bis das Spiel komplett raus ist. Oh. Bolzenschneider. Gut, dann können wir ja ein paar Ketten. Oh, hallo. Ist jemand hier drin? Ja, aber da gehen wir jetzt nicht rein. Also ich will dann erstmal nicht. Oh Leute, ich hab. Mir rast mein Herz. Mein Herz rast bestialisch. Und ihr seht schon, ich gehe langsam. Ich gehe wirklich langsam. Und ja, man hat mir gesagt, dass ich auch oder dass ich auch ausweichen kann. Nur weiß ich leider die Tastenkombination leider nicht. Asche über meinem Haupt, natürlich. Habe ich da keine Ahnung. Und, oh, guck mal, wir haben noch ein Schmuckkästchen bekommen. Ja, und das war halt mein Problem halt, wo ich gesagt habe, okay, wisst ihr was? Wenn, dann warte ich, bis das Spiel draußen ist. Und dann überlege ich, ob ich ein Let's Play darüber mache, also ein Gameplay, oder halt mich dann doch den Schwanz einziehe und sage, ja, kommt, wisst ihr was, ich lasse es, ich hole mir das nicht. Ich habe darauf keine Lust. Also Lust schon, weil ich habe ja auch damals Resident Evil 3 Nemesis halt auch komplett gespielt. Und ja, das war halt dann so, dass ich dann halt gesagt habe, okay. Ich muss, ach du Scheibenkleister. Dieser Mistkerl. Na komm. Hier. Du bist noch nicht tot. Jetzt aber. Oh, guck mal, was hier liegt. Munition. Inventar ist voll. Ja. Leute, mein Inventar ist voll und ich müsste jetzt mal wieder zurück. Aber apropos, ich habe ja das Kästchen, ne? Untersuchen. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt noch mal zurück zur U-Bahn-Station. Bin ich denn? Es müsste hier, glaube ich, irgendwo sein. Nee, da ist es nicht. Da auch nicht. Ach du Jemine! Der lebt ja immer noch. Alter. Uff. Okay. Also ich gehe jetzt noch mal zurück. Mein Herz.
Das ist das, was ich meine. Dass ich solche, ne, so mal auf die Schnelle zusammenzucke. Ja. Und dann habe ich halt das Problem, dass ich dann mich erschrecke. Genau. Oh. Okay. Für die Flinte. Okay. Ja, wir tun mal wieder Sachen rein. Ich merke, ich habe echt wenig Platz. Ich habe richtig wenig Platz, Leute. Ich bin am Überlegen, ob ich das grüne Kraut, ich glaube, das Kraut behalte ich mal. Ja, was machen wir jetzt? Wisst ihr was? Versteuert das mal. Hier sind jetzt 60, hier sind das für das Gewehr. Die Pistolenmunition nehme ich mal raus. Aber ich schätze mal, ich brauche die. Also, wie jemand sieht, habe ich echt wenig Platz und ich würde gerne an der in dem Polizeiauto, wo ich war, würde ich gerne einmal ja die Munition mir mitnehmen, die 11 Stück, weil der kam ja hier gerade raus. Na komm, nimm schon, Jill. So, da müsste das jetzt hier, genau, jetzt ist das hier blau. U-Bahn-Station, ja. Was ist das? Die Garage, ach so, die Garage, ja. Und das ist der Donutladen. Was habe ich da? Habe ich da was? Oh nee, da ist bestimmt dieses, ja. Jetzt sind wir wieder hier. Oh, Leute, ey. Mir schlottern die Knie. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hab wirklich schlotternde Knie. Also ich bin am Zittern. Meine Hände schwitzen gerade wirklich extrem. Puh, ja. Und natürlich ist es halt so, dass ich mir ein kleines bisschen Gedanken mache, wenn nicht gleich was kommt. Deswegen bin ich gerade ein kleines bisschen ruhig. Ich suche hier systematisch ab. Ach du Scheibenkleister! Verdammte Scheiße. Nein, Gott! Du bist nicht tot. Jetzt bist du. Okay. Leute, ganz ehrlich. Genau, ich fluche. Ich bin hier am Fluchen, bis zum geht nicht mehr. Und genau da will ich hin. Uff. Okay. Alles gut.
ob wirklich so alles gut ist, weiß ich nicht. Kann ich echt nicht sagen. Weil, ja, weil deswegen, ne? Es ist doch schon irgendwo, wo ich sage, what? Muss ich hier rein? War das hier? Nee. Hier war das, ne? Genau. Da wollen wir einmal den Bolzenschneider benutzen. Und ich weiß, beim ersten Spiel weiß ich, dass wir so, jetzt haben wir auch mehr Platz wieder. Da weiß ich, da gab es ja noch einen. Bevor ich da zu dieser Garage gehe, wollte ich einmal in diese in diesem Tor, genau in den Tor rein. Sind noch Sachen? Ach so, das sind das mit den Dietrichen bestimmt, ja. Ja. Na okay, das Messer ist auf A4. Ach, meine Güte, ernsthaft jetzt? Wo ist dein Arm? So, jetzt bist mit Sicherheit bist du jetzt tot, oder? Ich schieß noch einmal. So. So. Das meine ich. Ich krieg voll die Schreckanfälle. Genau, hier ist auch noch ein. Bist du tot? Nein, natürlich nicht. Komm schon. Ich schieß lieber immer einmal mehr. Hallöchen, gucke mal. Er kommt. Ihr kommt. Nein, macht ihr das? Ja, ganz fein. Komm her. Kommt. Ja, bravo, fein. Ja, bello. Ob ich immer noch so eine große Klappe habe wie jetzt, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall, burn, baby, burn. Bremse. Oh, warte mal, eine Handgranate. Schrotflintenmunition. Okay, Moment. Auf welche Nummer habe ich jetzt meine Schrotflinte? Auf gar keiner. Okay, Moment. Ach, ja. Ach, Leute, was mache ich denn? Ich will kombinieren. Nee, ist voll. Ich glaube, statt dem Messer. Moment. Nee, wie will ich dahin? Schnellzugriff. Bitte einmal hier. Glaubt, die können wir auch dann später gut gebrauchen, Leute. Gut gebrochen. Oh, ich hoffe, wir haben hier gleich unsere Ruhe. Ich hoffe, es kommt jetzt keiner. Zumindest nichts Schwerwiegendes. Tief ein. Wir müssen wieder zurück zur Garage. Verdammt, will ich.
Weiß es nicht, Leute, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß echt nicht, ob ich das wirklich will. Natürlich gucke ich erstmal, was ich reintun kann. Die hier. Nehmen wir mal. Ja, wir haben nur noch einen Platz, ne? Das Messer tun wir jetzt auch erstmal weg. Besser ist es jetzt erstmal, weil wir brauchen den Platz. Und ich weiß nicht. Ich habe nur noch zwei Plätze. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Ich bin am Überlegen, ob ich erstmal hier speichern soll. Und ja, ich werde das, glaube ich, erstmal machen. Das fünfte Mal, natürlich. Wird gespeichert. Bitte schalten Sie nicht ab. Danke. Ja, wie gesagt, ich speichere jetzt erstmal da. Da brauche ich was anderes. Weil ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Und ich muss zu dieser Garage. Oh. Okay. Hier ist alles in Ordnung, oder? Wie gesagt, ich traue dieser Ruhe nicht. Und klar, die Zombies sind jetzt nicht mein größtes Problem. No. Die sind wirklich nicht mein größtes Problem. Wo guckst du denn jetzt hin, Jill? Siehst du irgendetwas? Ja, das hier hasse ich. Ah, und mein Problem ist einfach. Ich hätte auch hier speichern können, so ist es nicht, aber okay. War's das? Brauchen wir den noch? Okay, den kann ich jetzt. Den K brauche ich nicht mehr. Das heißt, ich kann den jetzt komplett wegwerfen und ich habe genug Platz hier. Und ja. Bist du UBCS? Ja, Vorsicht, Vorsicht. Komm, schau mich nicht so an. Ich bin nicht infiziert. Okay, kümmern Immer wir nein. uns. Nein, 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 bitte! Was soll das? Er war infiziert. Vielleicht war er infiziert. Ihr Stars seid zimperlich. Darum sind so viele von euch tot. Und was bist du? UBCS? Bringst deine eigenen Leute um? Er hätte sich verwandelt. Wo ist dein Überlebensinstinkt? Geh zurück zur U-Bahn-Station. Wir brauchen kein Weichei wie dich, das uns behindert. Ah, so, ja, und ich habe mich vertan, denn der Mann mit dem Hut war nicht Nikolai, sondern Mikael. So, und da hatte ich mich ja vertan gehabt. Ja, leider. Ich habe mich wirklich vertan. Wo war doch noch? Ach so, hier war ja das mit dem, wo ich irgendwas anderes bräuchte. Okay. So, und dafür will ich mich mal entschuldigen. Denn, ja. Will ich raus? Ich speichere. Leute, ohne Scheiß, ich gehe erstmal speichern. Ich werde aber dann extra machen. Wäre besser. Und ich überlege gerade, ich will da nicht raus. Ich will lieber hier drinnen bleiben. Ich weiß nicht, was mich erwartet, aber ich habe gerade kein gutes Gefühl dabei. Und ich bin hier draußen. Kennt ihr das? Diese Zeichnung da? Das war, glaube ich, auch in Resident Evil 3. Nemesis war das genauso. Und
Ja, auf jeden Fall war das ja dann so, dass da war es richtig katastrophal wegen den Kamera. Aber Leute, ganz ehrlich, ich will hier nicht raus. Weil ich weiß nicht, was auf mich zukommt oder was mich erwartet, beziehungsweise. Gehst du auf? Nein, oder? Bleib's lieb. Ich schieß einmal. Besser. Okay, er ist tot. Letzter Eintrag eines UBCS-Soldaten. 28. September. Der Mittlere Osten. Osteuropa. Ostafrika. Ich habe gedacht, ich weiß, wie die Hölle aussieht. Ich dachte, ich kann alles aushalten, egal was auch kommt. Aber dieser Job, der sollte eigentlich leicht sein. Schnelles Geld. Das hatte ich mir verdient. Es ist alles auf einmal passiert. Unser Trupp war 30 Mann stark. Alle mit den neuesten Sturmgewehren ausgerüstet und doch wurden wir in weniger als 48 Stunden ausgeschaltet. Ich habe genug Scheiße gesehen, um zu wissen, dass es immer noch schlimmer kommt. Und das war erst der Anfang. Vielleicht bin ich ein Feigling. Es ist mir egal. Dies ist der einzige Ausweg, der mir noch bleibt. Ich hoffe nur, dass mein Körper nicht wieder aufsteht, nachdem ich den Abzug gedrückt habe. Ja, das tut mir richtig leid für dich. Ich gehe einmal noch mal hoch, weil ich habe irgendwie so ein ganz komisches Gefühl. Also kein komisches Gefühl, aber das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe hier. Sag ich doch, ich habe irgendwas vergessen. Trainingsprotokoll. 10. Juli, 91,5 Kilogramm, 12 Runden im Hof, 2x Zirkeltraining. Leck mich am Arsch, Gefängnis. Die Umbrella Corporation hat mich gerade für einen Job angeheuert. Für einen Job? Keine Ahnung, wie die meine lebenslange Strafe für den Mord an 20 Gangmitgliedern auslöschen werden. Aber ist mir auch egal. Ich nehme, was ich kriegen kann. Allemal besser als den Rest meiner Tage hinter Gittern zu verkacken. Ich muss wieder in Form kommen. 26. Juli, 89,1 Kilogramm, 20 Kilometer gelaufen, 3x Zirkeltraining, Schießübung auf 400 Yard, 5x daneben geschossen. Bin gestern entlassen worden und zu einem Trainingscamp der UBCS gebracht worden, wo ich meine erste Kugel seit 2 Jahren abgefeuert habe. Hab ein stehendes Ziel auf dieser Entfernung um 5 Zoll verfehlt. Das passiert mir doch nie. Ist, als ob ich alles vergessen habe. Aber egal, ich werd schon wieder. Passt nur auf. 15. August, 86,2 Kilogramm, 30 Kilometer gelaufen, 3x Zirkeltraining, Schießübung auf 600 Yard, 2x daneben geschossen. Okay. Ich habe meine Zielgenauigkeit auf 3 Zoll runterbekommen. Fühlt sich verdammt gut an. Nach dem Mittag hatte ich mein erstes Übungsgefecht. Der Captain und die anderen sind gute Jungs, aber dieser Nikolai ist ein verdammter Psychopath. Er hat mich als menschlichen Schild benutzt, nur um ein paar Extrapunkte einzustreichen. 25. September. 82 Kilogramm, 30 Kilometer gelaufen, 4x Zirkeltraining, Schießübung auf 600 Yard, immer ins Schwarze. Murphy ist zurück, Leute. Ihr werdet mich nie mehr ein Zielfall verfehlen sehen. Morgen geht meine erste Mission los. Straßengewalt in Raccoon City eindämmen. Ich glaube, Jimmy hätte das gefallen. Mein Bruder war immer der Erste, der Leuten geholfen hat. Bis ihn mir diese Straßen-Rowdies weggenommen haben. Jetzt bin ich dran, etwas Gutes zu tun. Auf die einzige Weise, die ich kenne. Ach, ja, Leute, ich guck gerade schon auf den Timer. Ich glaube, ein bisschen überziehe ich noch.
Ich bin gerade am Überlegen, will ich wirklich ein paar Minuten überziehen oder will ich eher das Weite suchen und abhauen? Scheiß die Wand an! Will ich das wirklich? Will ich wirklich hier weitergehen? Wo? Du mieses kleine Ratte. Wo? Aua. Oh, hau ab. Scheißhunde. Wo ist der andere? Wo ist der? Wo ist diese miese Ratte? Ach, der liegt da. Okay. Ich sehe schon. Ja, ich sehe schon. Nee, komm, ich warte noch. Wenn ich sterbe, okay. Aber ich weiß nicht, ob ich den noch brauche. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich nehme den jetzt. Weil ich habe eine ganz ungute. So, weißt du was? Jawoll! Oh, ich habe zwei von. Oh! Oh! Ui, wie schön! Habt ihr gesehen, ich habe einen Erfolg freigeschaltet. Yay! Klasse! Ob ich das jetzt auch noch sage? Leute. Irgendwas passiert. Ich hab's so im Bauch. Ich hab's echt im Bauch. Irgendwas passiert. Und ganz ehrlich, ich möchte hier nicht weiter lang gehen. Vielleicht habe ich ja Glück und ich habe wirklich Ruhe vor ihm. Aber ich meine, das Nemesis. Hey, wir haben. Habe ich hier jetzt alles? Nein, hier fehlt irgendetwas. Da gucken wir jetzt mal, was hier noch ist. Ach, guck mal. Ah, jetzt habe ich meinen. Nee, warte. Eins. Nee, nehmen wir zwei. Schießpulver. Na super. Ja. Okay. Alles gut. Jetzt ist hier blau, oder? Ja, okay. Ja, ich guck hier mich um, ob ich hier so eine komische Charlie-Figur finde. Ich weiß gar nicht, wie viel ich insgesamt habe. Kann ich das irgendwie sehen? Milan, Herausforderungen? Nee. Kann ich leider nicht sehen. Schade eigentlich. Ich würde mal gerne, zu gern wissen, wie viele Charlie-Figuren ich habe. Aber hier ist auch nichts, was ich so sehe, oder? Ja, nichts übersehen. Da war doch. Da war so wieder so ein. Und. Wow. Zombie! So ein Knusperkeks! Nein, Kekse sind leckerer als so ein Knusperkeks. Zombie. Scheiße. Ja, wie gesagt, ich suche hier gerade wirklich, ob ich hier vielleicht irgendeine Charlie-Figur vergessen habe. Ich weiß es nicht, Leute, keine Ahnung.
Warte. Nein, das war keiner. Ups. Ich finde hier auch keine irgendwie. Also ich sehe hier keiner. Oder? Mal ein bisschen zurück. So ein Scharfschützengewehr wäre jetzt nicht schlecht, wo man das wenigstens genau sehen kann. Aber leider sehe ich hier nicht. Rein gar nicht. Ich höre auch nicht. Ich höre, oder? Warte mal. Nee. Doch, da ist doch was. Ne, das ist hier dieser Zaun, ne? Ja, ich bin gerade mal still, weil ich will einmal lauschen. Entweder ist das eine Tür oder so ein Wackelkopf, Charlie. Oder der Zaun. Aber ich höre nichts. So, erledigt. Ach du. Kopf weg. Yay. Jetzt ist es still. Ist das jetzt Jill, die geht, oder ist hier so ein Wackelkopf? Ich bin gerade mal ein kleines bisschen ruhig. Wo ist gar nichts? Ich sehe. Huch, was ist das denn? Fußpulver? Hier ist nichts. Ist hier nichts drin? Vielleicht sehe ich hier oben besser. Ja, wie gesagt, ich gucke gerade, weil ich will keine Charlie-Figur verpassen. Und mir wäre gerade mal ein kleiner Speicherpunkt. Hab ich? Ach so, meine. Okay, die ist voll. Ja, wie gesagt, ich will keine Charlie-Figur verpassen. Daher gucke ich mich ja hier schon bereits um. Wurmgewehr, rotes Kraut. Ich brauche noch dringend eine Truhe.
Ja, und wir haben sie. Oh, schön, eine Gürteltasche. Und ich habe Rumschlepper erreicht. Yay! Klasse. Ich finde das cool. Ja, wie ihr sehen könnt, finde ich es wirklich. Da will ich noch nicht hin. Warte. Ach, da oben, guck mal. Noch irgendwo? Hier ist ein Fax vom Leiter des Unterwerks an alle Mitarbeiter. Als Reaktion auf die gewaltsamen Ausbrüche in der ganzen Stadt haben wir einen geplanten Stromausfall eingeleitet. Sobald die Situation unter Kontrolle gebracht wurde, reaktivieren Sie bitte so schnell wie möglich die vier Trennschalter. Sobald dies erledigt ist, schalten Sie den Hauptschalter in der Schaltzentrale ein, um das Stromnetz wieder zu aktivieren. Ja, aber das werden wir natürlich. Puh, erstmal speichern. Natürlich werden wir das erst in der nächsten Folge machen. Ja, ich habe nämlich ein paar Minuten überzogen. Und natürlich werde ich jetzt erstmal, oh, Leute, ey, das reintun, das reintun, das rote Kraut kommt dahin. Moment, weißt ihr was? So, Waffe dahin, die dahin, Nate, Munition. So, viel besser. Und dann hier einmal sortieren. Ich nehme mal ein grünes Kraut mit. So, wir haben sehr viel Schießpulver. Seht ihr? Und ich glaube, Moment. Bevor ich, ja, ihr wisst schon, ihr könnt es so euch schon denken, was ich hier vorhabe. Nein, natürlich nicht. Weil ich will mir nämlich Schrotmunition herstellen. Glaub, nee. Das rote Kraut tue ich mal verstauen. Genau. Munition hierhin. Jetzt habe ich nur vier Plätze. Verdammt. Vier verdammte Plätze. Ich werde nochmal speichern. Es wäre das achte dann, aber ist egal. So, Leute, wir werden uns mit Jill nächstes Mal vergnügen. Ja, mit Jill halt nächstes Mal vergnügen und wir werden dann auch nächstes Mal weiterspielen. Und ja, ich wünsche euch alles, alles Gute, bleibt gesund und schaltet ein und lasst doch einfach ein Abo da und Feedbacks und ob ich irgendwas übersehen habe und Tipps sowie auch ein Däumchen nach oben. Ich würde mich wirklich riesig darüber freuen, ein bisschen mehr Abonnente zu haben. Ich bin mit der kleinen Gruppe wirklich sehr zufrieden mit den 13. Danke an die. Und ich würde mich einfach nur wirklich freuen, wenn es viel, viel mehr wird, weil es zeigt mir, dass ihr, ja, dass es euch wirklich gefällt, wie ich spiele und was ich auch spiele. Und ja, bis jetzt habe ich noch kein CD-Key bekommen für, oder kein Zugangscode für die Closed Beta von einem Spiel. Da warte ich immer noch drauf, aber sobald ich das habe, wird auch ein nächstes Projekt stattfinden. Ich habe jetzt, dann wären es fünf Projekte, die ich dann habe, aber dazu dann halt beim nächsten Mal und ich wünsche euch alles, alles Gute und bleibt gesund. Wie gesagt, und unterstützt mich doch einfach, indem ihr
wie gesagt, abonniert. Ihr könnt mich auf Instagram, Instagram bin ich auch unter Nisja H2. Ich bin in Facebook, ich bin in Twitter, da könnt ihr mir gerne folgen. Da bleibt ihr auch auf dem Laufenden. Und ja, ich wünsche euch alles Gute und schönen Abend noch und auf Wiedersehen.